Hallihallo, Grindhouse Gaming hier mit einer weiteren Folge Stardew Valley. Liebe Leute, wir müssen heute schon wieder auf die Ingwerinsel. Ich sag's gleich vorneweg. Denn der Pfirsichbaum hieß glaube ich, der Pfirsichbaum konnte nicht wachsen. Das heißt, da ist schon wieder irgendwo Grünzeug gewuchert. Das bedeutet, wir müssen heute, wie gesagt, auf die Ingwerinsel nochmal. Werden dann bei Pierre nochmal zwei, drei Bäumchen kaufen. Da habe ich, glaube ich, genug für die ganze Plantage da. Ich habe auch schon, wie man sieht, 550 Holz im Inventar, weil ich bei Robin noch den ersten Schuppen upgraden lassen will, aufwerten lassen will. Und zwar der mit den Einmachgefäßen oder mit den Fässern. Oder vielleicht doch erst den mit den Fässern. Müssen wir gucken, müssen wir auch bald wieder Fässer bauen. Dann brauchen wir Holz. Holz habe ich einiges, Stein nicht so viel. Deswegen habe ich gedacht, ich gucke mal, ob ich die 300 Stein bei Robin kaufen kann. Aber jetzt müssen wir erstmal hier, wie immer, Farm und Post. Ne? Fangen wir mal an. Horst Manfred, hier ist ein Essen aus meiner Heimat, das mir und meiner Familie schmeckt. Ich hoffe, es schmeckt dir. Gezeichnet Leo PS. Willi hat mir beim Schreiben geholfen. Neues Kochrezept Poi. Von Leo, cool. Sehr geschätzter Kunde, sehr geschätzte Kundin, danke, dass Sie Piers besucht haben. In diesem Brief finden sich Ihre Rückzahlung für unser Geld-Zurück-Belohnungsprogramm. Bis zum nächsten Mal, gezeichnet Pierre. PS, entschuldige die unpersönliche Nachricht, Horst Manfred. Viel Spaß damit. 540 Gold habe ich zurückbekommen von Pierre. Das ist ja mal was ganz Neues. Dass der gute Herr Pierre einem so viel Kohle zurückgibt. Naja, das Geld-Zurück-Programm. Naja, wir haben mal überlegt, was ich bei dem so ausgebe, ne? Puh, dann kann man froh sein, wenn man mal ein bisschen was zurückbekommt. Jetzt brauche ich noch 4 Diamanten für die Lava-Ahle, da muss ich dran denken gleich. Muss ich auch mal gucken, wie es mit dem Bestand aussieht an Weizen bzw. Tierfutter. 771, da habe ich noch ein bisschen Luft, bevor ich einkaufen muss. Müssen wir bald machen, dann vielleicht füllen wir dann einfach mal komplett. Da habe ich wahrscheinlich ziemlich lang Ruhe. Ja, was heißt ziemlich lang? Spätestens im Winter ist dann eh alles gefuttert wahrscheinlich. Naja, wir werden sehen. Jetzt machen wir erstmal das gewohnte Programm. Ich war gerade gar nicht im Hühnerstall, ne? Ich bin jetzt straight am Hühnerstall vorbeigerannt. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert, sowas. Schön. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt mal wieder, wie des Öfteren. Ist doch schön, ist das. Ne, da fehlt noch eine Milch. So. Jetzt gehen wir in den Hühnerstall. Ihr habt nicht gesehen, dass ich dran vorbeigelaufen bin, okay. Ich war da drin. Dach, die Mario ist schon fertig. Das ging aber ruckzuck. Ich war doch gerade erst hier drin. Bin zu den Kühen, komm hier rüber, Mario fertig. Sachen gibt, die gibt's gar nicht, ich sag's euch. Holla die Waldfee. So. Ja, und wie geht's euch so? Also, mir geht's relativ gut, aber wir haben hier seit ein paar Tagen wieder so richtig miese Brise, schlechtes Wetter. Also, es schneit, ne? Um euch mal genau zu veranschaulichen, wie nervig und übel das Wetter ist. Ich will jetzt langsam kein Schnee mehr. Das heißt, genug Schnee für dieses Jahr. Ich möchte, dass das so langsam der Frühling anfängt, bitte. Ist das zu viel verlangt, oder was? Das ist richtig nervig. Nicht mal der Hund hat Lust, laufen zu gehen. Der guckt mich morgens an, so nach dem Motto, nee, komm. Weißt du was, lass mich heute daheim, geh alleine, bitte. So guckt er mich an. Was soll ich da machen? Ich muss ihn mitnehmen. Ich kann ihn nicht daheim lassen. Ja, sonst müsste ich auch nicht laufen gehen, ne? Ich gehe ja eigentlich auch nur wegen dem Hund. Klar, laufen an sich ist jetzt nicht verkehrt, aber bei dem Wetter mache ich das echt nur wegen dem Hund. Und dann hat er nicht mal Bock. Der hat nicht mal Bock. Der will nicht. Wie gesagt, der guckt mich an, als würde er meinen, ich soll alleine gehen. Ja, was will ich da machen, ne? Aber hilft nichts. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen schnibbeln und alles. Deshalb kann man gucken, ob ich schon genug Weizensaat habe. Ich habe es ein bisschen schleifen lassen, die letzten Folgen über. Mal gucken, ob die reicht, um hier wieder zu füllen, hier unten. Wenn nicht, müssen wir hier gleich noch was reinschmeißen. Wie viel haben wir denn jetzt? 107. Reicht nicht. Schön. Dann behalten wir den Stack mal draußen und füllen hier gerade nach. Dann lassen wir das so lange befüllen, werden wir das ganze andere Zeug... Also nee, lassen wir das alles hier wuchern, werden wir das andere Zeug machen. Ich hoffe mal, dass wir es heute überhaupt noch auf die Ingwerinsel schaffen. Das wird wahrscheinlich ein kurzer Ausflug, nur für die Bäume. Dann werde ich aber die Folge wahrscheinlich auch nicht so nennen, sonst wäre das irreführender Clickbait, weil diese Ingwerinsel-Folgen kommen immer sehr gut bei euch an.
die schießen immer so nach oben raus. Ich sag's euch, das ist wahnsinnig. So, wenn ich so normalerweise 50, 60, 70 Aufrufe plus minus krieg bei den Videos, habe ich, wenn Ingwerinsel dabei steht, sind es plötzlich 100, 100, 110, 120 oben raus, ne? Ja. Die einzigen Videos, die noch besser laufen, sind die Geodenöffnungsvideos. Warum auch immer ihr die so feiert, ich verstehe es nicht. Ich finde, Geoden öffnen an sich ist ein bisschen lame, aber ihr scheint das ja megamäßig zu feiern. Muss ich jetzt leider nicht mehr machen. Wir könnten es aber trotzdem vielleicht irgendwann nochmal machen, einfach nur um euch zu clickbaiten. Entschuldigung. Ja, nee. Ich habe es nicht mehr nötig für die Artefakte. Deswegen muss das nicht unbedingt sein. Ich habe gerade aus Schock mal geguckt, ob überhaupt das Mikrofon an ist. Ich hatte es nämlich vorhin mal ausgeschalten. Ich habe gerade gedacht, ich brabbel hier an euch heran und vielleicht kommt gar nichts rüber. Das wäre natürlich jetzt arg bescheiden, wenn das so gewesen wäre. Gut, ihr hättet da wenigstens eure Ruhe gehabt und hättet die sanften, schönen Töne des Spiels genießen können. So, jetzt muss ich immer ein bisschen Ordnung machen im Inventar. Jetzt bringe ich mal noch schnell den Honig da hoch zu den Fässern. Da müssen wir dann bald mal Met machen. Vielleicht mit der nächsten Fuhre. Oder die nächsten zwei Fuhren. Holla, die Wald für 448 Honig. Gute Nacht. Jetzt bringe ich noch schnell das Iridium-Erz weg. Da hole ich schon mal das Pferd. Ich muss ja noch schnell zu Robin. Ja genau, doch nur das Iridium-Erz. So. Jetzt hole ich das Pferd. Da schmeißen wir da unten nochmal Saatgut rein. Ein, zweimal. Das dürfte zeitlich schon noch irgendwie hinhauen, schätze ich. So, zack, bumm. Brauche ich denn wirklich... Doch, ich brauche fast 200 Weizensaatgut. Ich hätte es halt echt nicht schleifen lassen dürfen, Menschenskinder. Ärgerlich. So ist das, liebe Leute, so ist das. Wenn nicht, gehen wir jetzt ganz schnell zu Robin und... auf dem Rückweg schnell zu Pierre, dann machen wir das Weizen-Saatgut fertig und dann gehen wir kurz auf die Ingwerinsel. Dann habe ich alles erledigt. Ist wahrscheinlich das Beste, das so rumzumachen. Die Katze randaliert schon wieder rum. Ich glaube, ich spinne. Was hat die denn immer für Probleme, die Gute? Oh, 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 oh. Bin der Glück. Ach, Mann. Diese blöden, diese letzten Artefakte, ich sag's euch, also echt. So, Hallöchen. Ich würde gern Steine kaufen. Nur ein bisschen was. Oder die Waldfee, ich sag's euch. Großer Schuppen bauen. Jetzt muss ich den auf den alten Schuppen ziehen, ne? Genau, jetzt. Wir nehmen, glaube ich, doch erst den Fassschuppen. Zack. Fertig. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deiner Verbesserung für das Hofgebäude Schuppen zu arbeiten. Vielen Dank, gute Frau. Da bin ich auch schon wieder weg. Jetzt musste ich... Ich hätte mal gucken. Ich hätte eigentlich gucken sollen. Ich, Dulli. Welche Bäume ich am wenigsten auf der Ingwerinsel habe. Die Frage ist, will ich überhaupt alles zukleistern? Oder warte ich, ob ich nochmal einen Mango- und Bananenbaum kriege? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal drei Stück mit. Wenn nicht, fällen wir halt andere Bäume. Aber was nehme ich mit? Das ist die Frage aller Fragen. Also ich mag eigentlich Kirschen, ich mag Orangen und ich mag Granatäpfel, ich mag aber auch Äpfel. Ich glaube, ich nehme Apfel mit, der ist ein bisschen billiger, wir müssen ein bisschen sparen. Wir geben schon wieder mehr Kohle aus, wie das wir einnehmen. Gut, jetzt gehen wir ganz kurz mit dem Saatgut machen und dann gehen wir auf die Ingwerinsel. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich habe mir übrigens jetzt selbst Gedanken drüber gemacht, wegen dem Zepter der Rückkehr. Ich werde es demnächst kaufen, wenn ich noch ein bisschen mehr ins Plus gehe mit der Kohle, werde ich mir das Zepter kaufen, weil dann sind solche Ausflüge auf die Ingwerinsel relativ easy, weil ich mich einfach nachts um, keine Ahnung, Mitternacht zurück teleportieren kann, ohne irgendwie unterwegs K.O. zu gehen. Ne? Also ist wahrscheinlich echt am besten, wenn ich mir das Ding kaufe. Ich weiß, ich habe gesagt, ich warte auf eine Antwort von euch, aber ich weiß nicht, ob ich noch länger auf eine Antwort warten kann, weil ich muss momentan wieder ein bisschen Videos vorproduzieren, solange ich Luft habe. Wegen dem doofen Upload. Deswegen kann ich nicht zu lang warten, sonst gibt es Tage, da kommt kein Video und das wäre mir... Für mich wäre das persönlich nerviger oder schlimmer, wie wenn ich nicht auf eine Antwort von euch warten kann, weil...
wir momentan bei einem ziemlich guten Run sind, dass täglich eine Folge kommt. Und ich möchte den Run noch so lange wie möglich aufrechterhalten. Vielleicht schaffen wir es sogar bis zum Schluss. Ich verspreche aber nichts. Ich sag's euch, das wäre so nice einfach, wenn ich dann behaupten kann, ich habe es geschafft, jeden Tag eine Folge Stardew Valley rauszupfeifen, bis das Let's Play zu Ende ist. Das wäre so nice. Ich hoffe, dass ich das hinkriege, liebe Leute. Wie gesagt, wir sind bis jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg. Also auf einem richtig, richtig, richtig guten Weg. Aber ob das so bleibt, weiß ich noch nicht. So. Kann ja immer mal was dazwischen kommen. Kann man ja nicht wissen, ne? Unfall, PC fackelt ab. Die buddeln mir die Leitung ab, wenn sie während sie das Glasfaser legen oder so. Keine Ahnung, es ist alles möglich. Das haben die hier anscheinend vor kurzem in der Nachbarschaft gemacht. Von dem her, ja, wenn die mir halt die Leitung kappen, dann ist sowieso Essig. Dann kann ich aber auch vorproduzieren, wie ich will. Wenn ich es halt geuploadet habe, dann bin ich safe. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Weiß auch nicht, warum ich gerade so geredet habe. I don't know. Ich bin verwirrt. Ich habe mich selbst verwirrt. Bin mir auch nicht so sicher, ob ich gerade nichts vergessen habe, was ich mitnehmen wollte, aber ich glaube eher nicht. So, jetzt springen wir noch kurz, wie gesagt, Ingwerinsel. Da juckt schon wieder ein Barthaar in der Nase, es ist unfassbar. Oh no, der hat schon zugemacht gerade. Willi. Oh Willi. Och. Oh Kerl. Oh Kerl. Ist das dein Ernst jetzt? Das war mein Plan, Mensch, dahin zu gehen. Also echt. Ach, stressig. Ja, dann werde ich jetzt halt noch ein paar Geschenke verteilen. Ja, liebe Leute, dann wird das doch nix. Wo ist denn jetzt Penny hin? Da ist sie doch. Smaragd. Ich habe noch ein Geschenk offen, da hole ich jetzt gerade einen Smaragd für Penny. Pam kriegt... Oder kriegt sie eine Flasche Wein oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich hole jetzt auf jeden Fall mal einen Smaragd. Vielleicht gehen wir auch gleich zurück und müssen mal noch einen Stachelrochen in den einen Teich werfen. Ach so. Die Diamanten habe ich auch vergessen, ne? Fällt mir rein. Danke dir, ich stehe total auf sowas. Also, Moment, das bringt mir eh nichts, das da oben im Inventar zu behalten. Wir haben viel Glück, in einer kleinen Stadt wie in der unteren eine Bibliothek zu haben. Wenn du dich in einem Buch verlierst, vergisst du schnell die Realität. Vielleicht lese ich deswegen so gern. Oh Gott. Entschuldige, meine Gedanken sind etwas abgeschweift. Düster. Düster, düster. Wie so gefühlt jeder zweite Charakter in dieser Stadt. Ja, Leute. Das Näschen juckt immer noch. Hilft nichts. Ja, gut. Ingwerinsel wird nichts mehr. Bäumchen habe ich. Halb so wild. Passiert. Ich wollte das Video eh nicht so nennen. Deswegen ist es kein Clickbait und keine irreführende Werbung. Ich habe nur wieder zu viel gebrabbelt. Mehr gebrabbelt, wie dass ich mir einen Plan gemacht habe. Ich bin ehrlich, was das angeht, ne? Ich mache euch da nichts vor. Ich gehe da immer rein mit so einem Mindset, wird schon irgendwie, weil... Was will ich mir zu viele Gedanken machen und das Ding hier skripten oder so? Ich will ja hier ein Let's Play machen, was authentisch ist und nichts mit Skript. Ich habe einen Hänger, irgendwas wollte ich... Ach, die Diamanten. Wie man sieht, ne? Hier ist nichts geskriptet, ich mache mir nicht groß Gedanken. Ich überlege mir irgendwas, was ich machen will. Und dann gucken wir, ob das was wird. Das wird teuer. Nee, dann gucken wir, ob das was wird. Und wenn es nichts wird, wird es nichts. Und wenn es was wird, wird es was. Ja, ihr wisst Bescheid. So, Stachelrochen haben wir auch. Jochen der Rochen, ab in den Teich. Ja. Also ich soll jetzt nicht wie irgendeine komische Entschuldigung klingen. Ich brauche mich nicht zu entschuldigen. Wenn ich jetzt hier irgendwie eine Dreiviertelstunde Rätseln raten würde, dann wäre das auch ganz normal, weil in einem Let's Play guckt man sich eigentlich nicht die ganze Zeit Guide-Zeug und sonst was an. Aber ich brabbel schon wieder viel zu viel Zeug, was überhaupt nicht wichtig ist. Ihr wisst das, ihr guckt schon lang genug zu, also viele von euch. Wir fühlen uns recht gut, das freut mich. Einige von euch gucken schon sehr, sehr lange zu. Ich habe Leute, die gucken seit der ersten Folge zu. Die wissen genau, wie es hier läuft. Das wird auch nie besser. Das wird immer so bleiben. Aber stört mich auch nicht. Euch stört es auch nicht. Ich habe schon genug Kommentare bekommen, dass das hier gut ankommt. Also von dem her. Was soll ich mir dann großen Kopf drüber machen? So, futtert mal die Diamanten. Einen guten. Ich weiß zwar nicht, was sie mit den Dingern machen, die Viecher. Habe ich eigentlich noch
Nee, ich habe keine Blaubeeren vergessen. Ich weiß echt nicht, liegt das Zeug, fressen die das oder liegt das nachher einfach im Teich drin, damit der Teich verschönert ist? Aber warum würde der Fisch sich im Teich mit Diamanten verschönern? Ich verstehe es nicht. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Jetzt gucke ich gerade mal Fässer. 3, das sind 1500 Holz. Oh Gott, ich brauche Kupfer, Eisenbahn und Eichenharz. Habe ich hoffentlich noch genug. Ich will mindestens noch 50 Fässer machen. Ja, das ist ambitioniert, ich weiß. Ich habe genug. Ja. Ja, gut, da habe ich nicht genug. Nehmen wir gerade mal hier. Nehmen wir mal doppelt raus für morgen auch noch. Und mir fällt ein, oder mir ist aufgefallen gerade, ich brauche Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Nehmen wir den Stack mal raus hier und schmeiße ein bisschen was da unten rein. Ich brauche halt nur, ich brauche gerade so viel Kohle, dass ich mit den Barren rumkomme. Der Rest ist dann relativ egal. Hätte ich mal ganz frech behauptet jetzt. Hauptsache, ich habe nachher die ganzen Dinger. Was brauche ich eigentlich nochmal für die Einmach? Nicht reife, fast das andere. Holzstein und Kohle. Au. Oh, wenn ich das sehe. Oh, da tut mir alles weh. Oh, nö. Auf was habe ich mich da eingelassen, Leute? Ich habe genau gewusst, dass das richtiges Chaos wird. Holla, die Waldfee. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Na, hilft nichts. Wir gehen jetzt ins Bettchen. Wir gehen jetzt ins Bettchen, Leute. Ich habe alles gemacht, was ich wollte, außer Ingwerinsel. Das werden wir morgen tun. Es ist Donnerstag. Ich muss nichts mehr erledigen. Katze ist da, Frau ist da. Gute Nacht. Es kommt ja heute wieder Kohle rein, wegen dem eingelegten Blumenkohl, nicht Brokkoli. 54.000 Gold. Stabil. 28.000 von Brokkoli. 17.000 Trüffelöl. Ein Haufen für Mayo. Wunderbare Sache. Dann, der Hund bellt, wie man gehört hat. Vielleicht will der schon wieder raus, ich weiß es nicht. Der fünfte Tag. Ja, ich weiß, dass man im Pfirsichbaum nicht wachsen konnte. Vielen Dank für die Info, Spiel. So, komm, gib mir mal das Iridium-Erz. Den Kaffee schmeißen wir in den Kühlschrank. Da oben ist noch die Talandra. So. Die Frau ist am Start. Die hat mir deine Edelwicke. Zack. So, jetzt sind wir aber raus, liebe Leute, wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid die megamäßig allergeilsten Menschen. Ich hoffe, es klappt in der nächsten Folge dann auf die Ingwerinsel, damit ich nach den Bäumen da gucken kann. Wird sich zeigen. Ich bin jetzt aber raus, ich laber nicht viel länger, wie gesagt. Ich wünsche euch eine megamäßig geile Zeit. Ihr seid megamäßig geil, müsst ihr immer dran denken. Bis zum nächsten Video. Schaut doch gerne mal auf dem Kanal vorbei, habe ich was vergessen. Ciao, ciao.